Bayer, ein deutsches Traditionsunternehmen. Im Jahr 2019 am Scheideweg. Durch den Kauf des amerikanischen Agrarriesen Monsanto hat sich der Leverkusener Konzern in die größte Krise seiner Geschichte manövriert. Herr Baumann und seine Vorstandskollegen haben die Risiken falsch eingeschätzt. Und dann muss man einfach sagen, nein, dann kommt der Deal nicht zustande. Alles dreht sich um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup und den darin enthaltenen Wirkstoff Glyphosat. Hat Monsanto Risiken verschwiegen, wie Rechtsanwälte behaupten? Monsanto hat ein Geschäft daraus gemacht, Leute zu vergiften, und ist damit durchgekommen. Obwohl Bayer in den USA bereits zu mehr als 2 Milliarden Dollar Schadenersatz verurteilt worden ist, bestreitet der Konzern das mögliche Krebsrisiko. Roundup löst keinen Krebs aus. Bayer-Hauptversammlung April 2019. Scherbengericht für den Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann und Aufsichtsratschef Werner Wenning. Fast die Hälfte ihres Werts hat die Bayer-Aktie seit der Monsanto-Übernahme verloren. Die Aktionäre gehen auf die Barrikaden. Und der Vorstand in Deckung. Defensiv auch die Eingangsrede. So übertrieben die Kursreaktionen sind und so wenig sich unserer Ansicht nach der wahre Wert unseres Unternehmens im aktuellen Kurs widerspiegelt, so verständlich ist auf der anderen Seite die Verunsicherung. Werner Baumann im Verteidigungsmodus. Bei sich und dem Management sieht er keine Fehler. Vor dem Kongresszentrum haben sich, wie in den letzten Jahren auch, Umweltschützer und Aktivisten versammelt. Für sie ist Bayer gleich Monsanto, der US-Konzern mit dem vielleicht schlechtesten Image der Welt. Also der Vorstand hat mit Sicherheit nicht richtig gehandelt, weil er die Risiken, die mit Monsanto halt zusammengegangen haben, vor allen Dingen diese Prozesse, die dann im Laufe der Zeit dann gekommen sind, völlig falsch eingeschätzt hat. Und normalerweise für so Top-Manager ist das ein ganz klares Versagen. Ich denke erstmal an die Familie. Mein Sohn arbeitet in einer Abteilung von Bayer, die aufgelöst werden soll. Der hat drei Töchter. Also auch unter dem Aspekt sehen wir für die Zukunft sehr, sehr schwarz. Das eine ist ja das Inhaltliche, das Fachliche, wie ist Glyphosat zu bewerten. Ich bin aber jetzt mehr, das ist ja als Aktionär hier und bin einfach entsetzt über den Kursrutsch. Und da will ich mir das mal anhören. Also ich bin hier, um mir mal das Gesicht von einem Mann anzugucken, der so dumm ist, eine Giftfirma zu kaufen und auch noch so viel Geld dabei verdient. Und der erlebt ein Desaster. Zum ersten Mal in der über 150-jährigen Geschichte des Konzerns verweigern die Aktionäre dem Vorstand die Entlastung. Rechtliche Folgen hat das nicht, aber es ist eine symbolische Ohrfeige. Werner Baumann ist damit der erste amtierende Chef eines DAX-Unternehmens, dem das Misstrauen ausgesprochen wird. Und alles wegen Monsanto. Hat Bayer mit dem Konzern aus St. Louis die Katze im Sack gekauft? Waren die Rechtsrisiken unbekannt? Oder haben die Bayer-Leute sie bewusst in Kauf genommen, weil sie erwartet haben, dass die Gewinne größer werden als mögliche Schadenersatzzahlungen? Gewinne aus der idealen Kombination von genverändertem Saatgut mit dem darauf abgestimmten Unkrautkiller. Bislang ein Verkaufsschlager. Weeds, no problem. Kill weeds and grasses, roots and all, with a shot of Roundup. For drivers, paddlers, fences, make weeding easy. With Roundup, nothing kills weeds better. Urteilsspruch im ersten wegweisenden Prozess in Sachen Roundup-Glyphosat. 289 Millionen Dollar werden dem Geschädigten zugesprochen, dem Hausmeister Dwayne Johnson aus San Francisco. Später wird die Summe auf 78 Millionen Dollar reduziert. Sein Rechtsanwalt sieht sich in seiner Argumentation bestätigt. Er hat so ein Hochdrucksprühgerät benutzt. Damit hat er etwa 560 Liter versprüht. Jeden Morgen. Also war er der Substanz ziemlich extrem ausgesetzt. Vorher war seine Haut einwandfrei, er war gesund und auch keinen anderen Chemikalien ausgesetzt. Aber zwei Jahre, nachdem er mit diesem massiven Sprühen begonnen hatte, entwickelte sich dieser unglaublich aggressive Krebs,
der ihn das Leben kosten wird. Johnson leidet am Non-Hodgkin-Lymphom, einem bösartigen Lymphdrüsenkrebs. Doch er sieht mehr als nur sein eigenes Schicksal. Es geht um viel mehr als nur um mich. Hoffentlich wird das alles die gebührende Beachtung finden und am Ende zu einer guten Entscheidung kommen. Bayer hat alle Urteile angefochten. Denn es gäbe keinen kausalen Zusammenhang zwischen Roundup und Krebs. Und das Urteil der Jury, wie immer an US-Gerichten aus Laien zusammengestellt, werde nicht von den Fakten getragen. Herr Johnson, tut mir wirklich leid. Ich habe großes Mitgefühl. Trotzdem, das Urteil der Jury ist falsch. Es ändert nicht die Wissenschaft. Es ändert nichts an den ganzen Jahren des sicheren Gebrauchs, an den 800 Studien und an dem Ergebnis der Agricultural Health Study. Offensichtlich hat die Jury all das nicht berücksichtigt. Wir möchten gerne verstehen, warum. Weil wir uns noch mehr anstrengen müssen, damit die Leute verstehen, dass glyphosathaltige Produkte sicher sind. Wie bei vielen Chemikalien tobt auch bei Glyphosat seit Jahren ein erbitterter Streit um Wirkungen und Nebenwirkungen. Das Produkt polarisiert. Auch die Wissenschaft ist sich nicht einig. Wie Monsanto diesen Streit für sich entscheiden wollte, geht aus firmeninternen Akten, den sogenannten Monsanto Papers, hervor, die 2017 öffentlich wurden. Die amerikanische Journalistin Carrie Gillam hat sie ausgewertet. Dies sind belastende Dokumente, die Monsanto während des Prozesses an die Kläger aushändigen musste. Monsanto selbst sprach von über 10 Millionen Seiten. Das hat einem wirklich die Augen geöffnet, weil wir so viele Beweise gesehen haben, wie viel Aufwand das Unternehmen betrieben hat, um die Risiken der Produkte zu verschleiern. Roundup und sein Wirkstoff Glyphosat. Kaum ein Produkt ist so oft untersucht worden. In klinischen Tests und Tierversuchen, Studien und Analysen. Doch wie objektiv die Ergebnisse sind, steht nach Bekanntwerden der Monsanto Papers mehr denn je in Frage. Wenn Monsanto von 800 Studien spricht, die die Sicherheit beweisen, haben wir keine Ahnung, wie viele davon tatsächlich unabhängige wissenschaftliche Studien sind. Denn wir wissen ja, dass Fachliteratur generell käuflich sein kann. Die Monsanto-Strategen waren nicht nur in Amerika aktiv. Von St. Louis aus steuerten sie weltweite Kampagnen für ihren Umsatzrenner Glyphosat. Aus den internen Papieren wird klar, wie Monsanto schon früh seinen Einfluss geltend machte, um überhaupt eine Zulassung zu bekommen. Zum Beispiel bei der amerikanischen Umweltbehörde EPA. Anfang der 90er Jahre hat die EPA entschieden, mit Monsanto zusammenzuarbeiten und hat sogar ihre eigenen Toxikologen überstimmt. Das war sehr umstritten. Bei der endgültigen Entscheidung, als die EPA Glyphosat als nicht krebserregend einstufte, haben sich einige Mitglieder des Gremiums geweigert, das zu unterschreiben. Sorgenfrei dank Roundup. Roundup Sure Shot is here. Werbespots wie dieser beschäftigen bereits 1996 die Staatsanwaltschaft in New York. The environmental concern was, you know, the broad advertising claims that Monsanto was advancing. Was mich einschreiten ließ, war die von Monsanto breit angelegte Werbekampagne, dass Roundup vollkommen sicher sei, biologisch abbaubar, sicher für Tiere und Kinder, weniger gefährlich als Tafelsalz. And, you know, less dangerous than table salt. Wir wussten aber, dass sie so etwas eigentlich nicht behaupten durften, denn sie kannten ja die Gefahren von Roundup. Aber sie haben versucht, dem Verbraucher in New York und in anderen Staaten eine andere Story zu verkaufen. Ridgeway, Illinois. Während in New York verharmlosende Werbung verboten wurde, blieb sie in anderen US-Bundesstaaten erlaubt. Und es wurde weiter gesprüht. Auch hier. Bis heute ist Roundup bei der landwirtschaftlichen Kooperative das Standardprodukt. Schutzkleidung will bei den hohen Temperaturen im Sommer niemand tragen. Es gibt zwar Warnschilder, aber wer hält sich schon daran? Selbst wenn die Pestizide über Hände und Arme laufen, kein Problem, meint der Mitarbeiter Scotty Sidwell.
Wenn ich was abkriege, wasche ich es einfach ab. Manchmal brennt es auf der Haut. Es kann schon mal wehtun, aber unbedingt lebensbedrohlich würde ich es nicht nennen. Die Diskussion um die potenzielle Gefahr des Unkrautvernichtungsmittels blenden viele Farmer offenbar völlig aus. Monsanto mit seinen Produkten hat ihnen seit Jahrzehnten Wohlstand und ein einfacheres Leben gebracht. Auf dem Land zu arbeiten, das ist dank moderner Technik und wirkungsvoller Chemikalien kein Knochenjob mehr. Und Bayer verspricht, dass das noch besser wird. Zum Beispiel im August 2018 auf der Farm Progress Show in Boone, Iowa, der größten Freiluftlandwirtschaftsmesse der Welt. Die neuesten landwirtschaftlichen Errungenschaften werden hier gezeigt und vorgeführt. Die Urteile in den ersten Roundup-Prozessen, sie stoßen bei vielen auf Unverständnis. It's to be expected coming out of California. Ich hätte von den Öko-Freaks und Ahnungslosen aus Kalifornien auch nichts anderes erwartet. Die haben da doch eine katastrophale Entscheidung getroffen. Und macht das die Welt etwa besser? Natürlich bin ich sehr besorgt. Wir brauchen dieses Produkt, aber keine 200 Millionen Dollar Klagen gegen Monsanto, beziehungsweise jetzt ist das ja Bayer. Irgendjemand muss das doch bezahlen. Ein Heimspiel für die ehemaligen Monsanto-Mitarbeiter und ihre neuen Kollegen von Bayer. Sie tun alles, um ihre Kunden zu besänftigen. Offensiv sprechen sie von Einzelfällen. Und von den Studien. Sie sollen Roundup und Glyphosat entlasten. I would look at that as one case. Ein Fall entkräftet nicht 800 wissenschaftliche Studien. 40 Jahre wird es nun benutzt. Wir sind von dem Produkt überzeugt. Roundup löst keinen Krebs aus. Doch es ist schon umstritten, wie viele unabhängige Studien es überhaupt gibt. Auch kritische deutsche Toxikologen bezweifeln die von Bayer genannten Zahlen. Bayer nennt bei diesen Zahlen sämtliche Studien in irgendeiner Weise, die zur Wirkung von Glyphosat durchgeführt wurden. Worum der Streit bezüglich Zulassung oder Verbot geht, ist die krebserzeugende Wirkung. Und dazu gibt es 12 Studien. Die gesetzliche Regelung besagt, dass ein Pestizid als krebserregend zu betrachten ist, wenn in 2 unabhängigen Studien Krebs nachgewiesen wurde. Und für Glyphosat gibt es 5 unabhängige Mäusestudien, wo eine signifikant erhöhte Krebsinzidenz nachgewiesen wurde. Da ist also mehr als genug Beweismaterial vorhanden. Bayer betont aber immer wieder, dass bei sachgerechter Anwendung niemand Dosen wie im Laborversuch ausgesetzt ist. Lange Zeit behauptet der Vorstand, 3000 Studien würden Glyphosat entlasten. Dann nennt Bayer die Zahl von nur noch 800. Heute spricht der Konzern lediglich von 107 Studien. Zentral dabei die Agricultural Health Study aus den USA. Sie hat 45.000 Personen, die regelmäßig Glyphosat anwenden, über einen Zeitraum von über 20 Jahren untersucht. Und sie sieht keinen Zusammenhang mit dem Non-Hodgkin-Lymphom. Doch das Unternehmen gerät zusehends in die Defensive, seit aus den Monsanto-Papers immer mehr kompromittierendes Material durchsickert. In einer E-Mail aus dem Jahre 2003 schreibt die leitende Toxikologin des Unternehmens: Wir können nicht sagen, dass Roundup nicht karzinogen, also krebserregend ist. Bisher fehlen die notwendigen Tests der Rezeptur, um dies zu behaupten. Wenn Monsantos Cheftoxikologin sagt, wir können nicht sagen, dass Roundup keinen Krebs verursacht, weil wir das nicht ausreichend getestet haben, dann ist diese Aussage eindeutig. Sie wissen es einfach nicht. Wie steht Bayer heute zu diesen Aussagen von Monsanto? Weder Vorstand noch Aufsichtsrat wollen Interviews geben. Sie schicken den öffentlich weitgehend unbekannten President Agricultural Affairs vor, der nach eigener Aussage bislang nichts mit der Monsanto-Fusion zu tun hatte. Wir haben das bewertet mit den Unterlagen, die wir bekommen haben. Wir haben das auch bewertet mit den Registrierunterlagen, die weltweit vorhanden sind. Der Wirkstoff ist seit 40 Jahren weltweit registriert. Der hat seine Vorteile, seine Vorzüge, und wir haben da keine Probleme gesehen. Monsanto offenbar schon.
Denn als sich 2014 die Diskussion um Glyphosat zuspitzt, schreibt wiederum die leitende Toxikologin: Was wir lange befürchtet haben, ist nun eingetreten. Glyphosat wird nun von der IARC untersucht. Warum befürchtet? Die IARC ist völlig unabhängig. Ihr Urteil hat Gewicht. Sie, die Internationale Agentur für Krebsforschung, ist eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation, die wiederum den Vereinten Nationen untersteht. Die australische Professorin Lynn Fritchie gehörte zum Expertenpanel, das Glyphosat beurteilt hat. Sie ist seitdem genau wie ihre Kollegen harscher Kritik von Seiten der Agrarindustrie ausgesetzt. Der IARC kann man wirklich vertrauen. Die IARC ist eine Institution, die dies schon lange macht. Die Verfahren sind transparent, die einzelnen Arbeitsgruppen bestehen aus den weltweit kompetentesten Personen. Sie haben auch keine Interessenkonflikte. Sie entscheiden auf der Basis aller einschlägigen Fachliteratur, die verfügbar ist. Wahrscheinlich beim Menschen krebserregend, lautete das Urteil der IARC. Doch Glyphosat blieb dennoch auf dem Markt. Die Reaktionen von Monsanto hat Lynn Fritchie als sehr herabwürdigend empfunden. Man hat uns quasi unterstellt, Glyphosat und damit Monsanto schaden zu wollen. Das war aber nicht der Fall. Wir haben uns streng an die Regularien gehalten, um eine faire Einschätzung über die wissenschaftlichen Belege zu bekommen. Es ist also nicht fair zu sagen, wir hätten jemanden verunglimpfen wollen. Wir haben unsere Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Kurz nach der IARC-Einstufung hatte die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA erneut über die weitere Zulassung von Glyphosat zu entscheiden. Ein besonders kritisches Mitglied dieses Gremiums wird allerdings kurz zuvor ausgeschlossen. Ich war schockiert, als ich im November kurz vor den Präsidentschaftswahlen informiert wurde, dass ich aus dem Gremium ausgeschlossen wurde. Peter Infanti gilt als kritisch gegenüber Glyphosat. Ich stimme mit der Bewertung der Internationalen Krebsagentur überein, dass es Beweis über Beweis gibt, dass Glyphosat mit der Entstehung des Non-Hodgkin-Lymphoms in Zusammenhang gebracht wird. Ohne ihr früheres Gremienmitglied Peter Infanti erteilt die amerikanische Umweltbehörde EPA die weitere Zulassung. Trotz der negativen IARC-Beurteilung, die von Bayer immer wieder kritisiert wird. Das ist eine ganz falsche Beurteilung eines wichtigen Mittels, das in den Händen der Landwirte bleiben muss. Es wurde in ganz unangebrachter Weise in den Schmutz gezogen. Wir wollen, dass die Öffentlichkeit versteht, Roundup ist sicher. Es gibt extrem gute Gründe, das zu tun. In Leverkusen hat man von Monsanto nicht nur das Produkt Roundup, Jahresumsatz schätzungsweise rund 3,5 Milliarden Euro, übernommen, sondern gleich auch die alte Verteidigungslinie, für dessen Hauptbestandteil Glyphosat. Wir sind nach wie vor von der Sicherheit von Glyphosat überzeugt. Basierend auf all diesen Informationen hat der Vorstand das Haftungsrisiko im Zusammenhang mit Glyphosat als gering bewertet. Gleichzeitig wissen wir auch um die immense Bedeutung von Glyphosat für die weltweite Nahrungsversorgung. Bayer-Kritiker sitzen nicht nur bei den Umweltaktivisten, sondern auch in den Chefetagen der Wirtschaft, wie hier in Frankfurt bei der Vermögensverwaltung DWS. Hauptaktionär ist die Deutsche Bank. Sie haben es zu sehr gewollt. Wenn man sich dann länger mit einer Sache beschäftigt, diese Schwangerschaftszeit war ja über 2 Jahre, dann kommt eben sehr häufig die Neigung, dass man sagt, ja, jetzt haben wir schon so viel Zeit und Geld investiert. Also selbst wenn jetzt nicht alles perfekt ist, müssen wir es eben doch machen. Christian Strenger spricht für zahlreiche Bayer-Aktionäre. Man hat dann auch die Aktionäre nicht ausreichend informiert. Man hat sie auch vor allen Dingen nicht gefragt, ob sie mit einer solchen Veränderung des Unternehmens, das ist ja eine Transformierung des Unternehmens vom Schwerpunkt Pharma zum
Schwerpunkt Agrochemie. Auch dazu hätten die Aktionäre etwas sagen müssen. Das ist auch juristisch keineswegs klar, ob das in Ordnung gewesen ist. Die Idee von Herrn Baumann, der gute Ruf von Bayer, den etablieren wir bei Monsanto, indem wir das Schild überkleben. Das hat nicht gereicht. Monsanto ist jetzt leider in Europa und Deutschland angekommen. Und bei Bayer leiden Aktienkurs und Image unter den immer neuen Negativmeldungen aus den USA. Trotzdem gibt man sich in der Zentrale zuversichtlich. Ja gut, ich meine, wir lesen alle, was draußen passiert. Ich kann von intern berichten, das Geschäft läuft sehr gut. Diese ersten Quartalszahlen oder das erste Quartal 2019 ist sehr gut gelaufen. Natürlich bereitet der Aktienkurs keine Freude, das ist klar. Und das ist in erster Linie getrieben durch die Unsicherheiten, die entstehen durch die Rechtsstreitigkeiten, die wir in den USA haben. Natürlich war uns auch bewusst, dass es ein Reputations-Image- und Image-Problem gibt von Monsanto. Wir haben die ja vorher als Wettbewerber erlebt, aber auch das haben wir bewertet, dass wir es handeln können. Bayer rechnet vor, dass sich der Monsanto-Kauf unmittelbar positiv auf die Bilanz auswirke. Synergien und Kostenersparnisse brächten höhere Gewinne. Aber keiner weiß, wie sehr die Prozesskosten in den USA und mögliche Schadenersatzzahlungen die Bilanz nach unten ziehen könnten. Kritik äußert niemand offen. Ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter, der mit vielen Interna vertraut war, äußert sich anonym. Ich fürchte, dass man nicht nah genug an der Stimmung der Mitarbeiter ist und die Mitarbeiter sich auch nicht trauen zu sagen, was sie wirklich denken, sondern dass man sich gegenseitig darin bestärkt. Die Wissenschaft ist auf unserer Seite. Wir haben recht und wir müssen jetzt nur durchhalten, die Zähne zusammenbeißen, dann werden wir auch recht bekommen. Aber das wird nicht funktionieren. Da hat man sicherlich unterschätzt, wie massiv die Kritik ist und wie lang anhaltend und wie sie in ihrer Wirkung auch das Unternehmen in seinen Grundfesten erschüttern kann. Bayer hatte bis zur Monsanto-Übernahme eigentlich einen guten Ruf in der Landwirtschaft. Eines der Aushängeschilder war die Gemüsesaatproduktion in Nünnem bei Ruhrmond. In den niederländischen Laboren züchtete Bayer Hochleistungsgemüse. Ganz ohne die umstrittene Gentechnik. Etwa Gurken, größer als man sie sonst kennt. Und äußerst schmackhaft. So ließen sich Höchstpreise für Saatgut erzielen. Doch nach dem Zusammenschluss mit Monsanto war Schluss mit diesem einträglichen Geschäft. 30 Kartellbehörden weltweit haben fast 2 Jahre lang die Fusion durchleuchtet. Haben untersucht, in welchen Marktbereichen das Gemeinschaftsunternehmen zu mächtig werden könnte. Und ausgerechnet über die Gemüsesaatproduktion senkten sie die Daumen. Bayer musste Nünems verkaufen. Den Zuschlag bekommen hat schließlich BASF für 7,6 Milliarden Euro. Eigentlich ein Spottpreis, sagen Kenner des Marktes. Nünems Dosen laufen jetzt nicht mehr mit dem Bayer-Kreuz auf dem Etikett vom Band. Ganz abgesehen von der Fusion hat Bayer auch noch im Pharmabereich Probleme. Allein in Wuppertal fürchtet der Betriebsrat um 750 Jobs. In ganz Deutschland sind 4.500 Stellen gefährdet. Weltweit sind es 12.000. Trotzdem nur verhaltene Kritik vom Betriebsratschef in Wuppertal. Das tut den Beschäftigten hier tatsächlich weh, zu sehen, dass der gute Ruf, den man hier früher genossen hat, wo man sich auch wohlgefühlt hat bei dieser Firma, dass das sozusagen Stück für Stück irgendwo aufgeweicht wird in der Öffentlichkeit. Genau deshalb ist es aber auch wichtig, dass man irgendwann wieder Ruhe einkehren lässt und dass man die Sachlichkeit nach vorne bringt. Und letztendlich auch ein Interview, was wir führen, führt dazu, dass man das Thema weiter befeuert und vielleicht auch ein bisschen Unruhe wieder entsteht. Das genau möchte ich eigentlich nicht. Intern werde viel diskutiert, das hören wir immer wieder. Doch öffentliche Kritik nur anonym. Bayer tendiert grundsätzlich dazu, Kritik als Illoyalität zu empfinden und schließt die Tore und kapselt sich ab. Jetzt wäre aber eine wirkliche Öffnung nötig, ein Zuhören und auch die Bereitschaft, die Fehler, die offensichtlich sind, zuzugestehen, daraus zu lernen und den so oft gepriesenen Dialog mit den Gegnern auch stattfinden zu lassen. Dialog, wie Bayer ihn versteht. Die Bayer-Arena. Hierhin lädt Bayers Kommunikationsabteilung am 12. Februar Pressevertreter zum Hintergrundgespräch ohne Kameras ein. Mit Blick auf den künstlich bestrahlten Rasen
sollen sie von den Vorzügen von Glyphosat überzeugt werden. Und bekommen zur Einstimmung einen 6-minütigen Film vorgeführt. Sri Lanka, Herkunftsland des Ceylon-Tee. Weltweit wird dieser Tee für seine einzigartige Qualität geschätzt. Sri Lankas fruchtbare Böden und ein perfektes Klima bieten optimale Rahmenbedingungen für feinste Aromen und gute Erträge. Das aufwendig hergestellte Video führt uns nach Sri Lanka. Vor 4 Jahren, so der Film, sei die exotische Idylle ernsthaft bedroht gewesen. Die Regierung verbietet damals den Einsatz von Glyphosat. Für die gesamte Landwirtschaft in Sri Lanka. Gezeigt wird, wie auf einmal überall Unkraut wuchert. Tee, Reis und Maiserträge brechen ein. Schnell zeigt sich, dass sich dieser Gegner nicht durch einfaches Zurückschneiden in die Schranken weisen lässt. Dazu dramatisch klingende Aussagen von Teemanagern, Wissenschaftlern, Politikern. Doch dann im Film die Wende. Das Verbot wird aufgehoben. Die Regierung sei vorher dubiosen Umweltstudien aufgesessen. Diese werden in dem Werbefilm als wissenschaftlich nicht haltbar abgetan. Aber nun, so zeigt man, wird alles wieder gut. Mit Glyphosat werden die massiven Ernteausfälle im Nu wieder aufgeholt. Sri Lanka ist gerettet. Was ursprünglich zu dem Verbot von Glyphosat geführt hatte, wird nur am Rande erwähnt und im Film nicht gezeigt. In einem Zeitraum von 20 Jahren sind in Sri Lanka mehr als 20.000 Menschen einer mysteriösen Nierenkrankheit zum Opfer gefallen. Betroffen waren fast ausschließlich Landarbeiter, die Unkrautvernichtungsmittel wie Glyphosat in großen Mengen einsetzten. In Belgien treffen wir einen der Forscher, die sich mit den Ursachen der massenhaft auftretenden Nierenerkrankungen beschäftigt haben. Der Mann aus Sri Lanka ist zu einem Meinungsaustausch mit Kollegen nach Lokeren gekommen. Dr. Channa Jayasumana ist Arzt und Toxikologe und zu Besuch bei dem belgischen Nierenspezialisten Professor Marc de Bro. Obwohl bereits emeritiert, forscht er seit Jahren zum gleichen Thema. Darüber haben sich die beiden Mediziner auch kennengelernt. Man hat es chronische Nierenkrankheit unbekannter Ursache genannt. Viele Menschen sind daran gestorben. Mehr als 70.000 sollen daran erkrankt gewesen sein. Es ist das größte Gesundheitsproblem in der Reisanbauzone. Wir haben dazu eine epidemiologische Studie gemacht. Es gibt einen sehr wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen der Verwendung von Glyphosat und der Krankheit. Dr. Jayasumana vermutet, dass es in seiner Heimat an den Inhaltsstoffen des Grundwassers liegt. Es hat in den betroffenen Gebieten einen hohen Gehalt an Metallen, die mit Pestiziden wie Glyphosat eine hochtoxische Verbindung eingehen können. Im Trinkwasser konnte Dr. Jayasumana die Giftstoffe nachweisen. Für die Forscher Beleg, dass sie auch ursächlich für die schweren Nierenschäden der Bauern sein können. Eine Annahme, die die Agrarlobby in Sri Lanka heftig bekämpft hat. Man hat dann eine Schmutzkampagne gegen die Wissenschaftler gestartet, die diese Studie gemacht hatten. Daniel Goldstein, ein führender Wissenschaftler, der für Monsanto arbeitet, kam extra nach Sri Lanka und hielt dort mehrere Vorträge, in denen er jeden Zusammenhang der Krankheit mit Chemikalien bestritt, ohne auch nur eine Studie selbst gemacht zu haben. Doch Dr. Jayasumana bekam Schützenhilfe, unter anderem von dem international renommierten Nierenspezialisten Professor de Bro. Und die Forschungsergebnisse entsprachen denen ähnlicher Studien aus anderen Kontinenten. Wir sind beide Nierenspezialisten. Ich bin auf Vergiftungen der Niere spezialisiert. Channa habe ich bei einem Kongress in Südafrika kennengelernt, wo er einen Vortrag hielt. Und ich habe gesagt, mit diesem Mann möchte ich zusammenarbeiten. Weil er so davon getrieben war, die Ursache dieser Krankheit zu finden, die für so viele Menschen tödlich ist. Und niemand kennt die Ursache. Alle sprachen von Hitzefolgen und Flüssigkeitsverlust. Ich habe das nie geglaubt. Und dank seiner toxikologischen Daten, die sehr aussagekräftig waren, sind wir dieser Spur gefolgt. Nun arbeiten wir schon 3 Jahre zusammen und wir haben den sicheren Nachweis, dass dies eine toxisch bedingte Krankheit ist.
Wir zeigen Dr. Yaya Sumana das Bayer-Video über das Glyphosatverbot in Sri Lanka und die angeblichen Hintergründe. Ohne den Einsatz von Herbiziden bleibt mit seinen Aussagen haben wir dann auch den Vertreter der Bayer AG konfrontiert. Zunächst geht es um angebliche Ernteausfälle als Folge des Glyphosatverbots. Hat nach dem Glyphosatverbot Verluste in Höhe von 100 Millionen Euro pro Jahr zu verkraften. Zum Beispiel die Aussagen zu den Erträgen nach dem Glyphosatverbot. Haben Sie die mal überprüft? Ja, sonst wird man sie ja nicht behaupten. Nein, das stimmt nicht. Die Verluste in der Teeproduktion waren hauptsächlich auf schlechtes Wetter zurückzuführen und sind nicht Folge des Verbots von Glyphosat. Dann geht es um einen im Film auftretenden, angeblich unabhängigen Experten. Agrarprofessor Budi Marambe sieht in der ganzen Geschichte auch etwas Gutes. Für ihn ist sie ein Lehrstück für die ganze Welt. Das ist ja wohl ein Witz. Diese Person, Budi Marambe, ist ein Agrarprofessor an der Paradeniya-Universität, gleichzeitig aber auch im Vorstand der Chemical Industry Colombo, dem CIC, dem führenden Unternehmen der chemischen Industrie in Sri Lanka, das Glyphosat und verschiedene andere Chemikalien vertreibt. Der unbefangene Betrachter kommt zu dem Urteil, dass das jemand ist von außen, der das objektiv beurteilt, und wir recherchieren die Sache nach und stellen fest, der ist im Vorstand eines großen Chemikalienimporteurs. Ich meine, wenn sowas nicht Sinn machen würde, würde sowas nicht behaupten. Die Anwendung von Glyphosat hat Vorzüge und das wird eben dann hier mit dem Film nochmal zum Ausdruck gebracht. Gut, also Sie halten das für ein objektives Machwerk sozusagen? Das ist Tatsache, so wie es in Sri Lanka war. Das hat man wohl produziert, um es in Europa zu zeigen, aber nicht in Sri Lanka. Dort würde man es für einen Witz halten. Kurz vor der Sendung erhalten wir eine E-Mail der Bayer Unternehmenskommunikation. Sie unterstreicht noch einmal die in dem eigenen Sri Lanka-Film getroffenen Aussagen und weist jegliche Kritik daran zurück. Insbesondere sei der dort auftretende Experte eine absolute Instanz auf seinem Gebiet. Auch habe laut Bayer das Wetter in Sri Lanka keinen signifikanten Einfluss auf Ernterückgänge gehabt. Die beiden Wissenschaftler sind fassungslos, wie man versucht, ihre Forschungen zu widerlegen. Dabei geht es ihnen um mehr als Monsanto, Bayer und deren Verkaufsschlager Roundup. Wie gelangen Pestizide überhaupt in den menschlichen Körper? Und was können sie anrichten? Wie lange lassen sich Stoffe wie Glyphosat nachweisen? Wie viele Menschen sind betroffen? Um diese Fragen zu klären, fahren wir nach Frankreich. Im Kutsu-Institut in Straßburg haben französische Wissenschaftler über anderthalb Jahre lang Haarproben hunderter Menschen auf Glyphosat-Rückstände untersucht. Wir nehmen Strähnen von weniger als 3 cm Länge. In Haaren lassen sich Spuren von Pestiziden besonders lange nachweisen. Wir haben bei jedem zweiten Menschen Rückstände von Glyphosat in den Haaren gefunden. Das heißt, diese Menschen sind chronisch mit dem Stoff belastet. Ob das tatsächlich gesundheitsschädlich ist, das sagt die Studie zwar nicht, aber sie zeigt, wie weit verbreitet der Stoff in der Umwelt ist. Die Proben stammen aus Frankreich, den Vereinigten Staaten, eigentlich aus der ganzen Welt, bis Australien oder Japan. Also man hat eine für den Nachweis von Glyphosat sehr repräsentative Gruppe. Die Forscher betonen, dass es weiterer Untersuchungen bedarf, um Schlüsse auf die Langzeitwirkungen von Glyphosat zu ziehen. Außerdem komme es bei Endprodukten wie Roundup auch auf die Zusatzstoffe an. Glyphosat ist die wichtigste, aber nicht die einzige Substanz in Roundup. Mit unserer Forschung können wir die genaue Formel von Roundup nicht entschlüsseln. Wir können nur sagen, dass der Endverbraucher, also in der Regel der Landwirt, noch weit mehr Stoffen als nur Glyphosat ausgesetzt ist.
Und die Formel geben die Produzenten nicht preis. Ein entscheidendes Hindernis auf dem Weg, den genauen Wirkungen von Roundup auf die Spur zu kommen. Zurück zu Bayer. Die Substanzbibliothek in Monheim am Rhein. Hier lagern Millionen von Wirkstoffen, an denen Bayer je geforscht hat. 5 Milliarden Euro will der Konzern nun in die Suche nach Alternativen zu Glyphosat stecken, hat er Anfang Juni angekündigt. Ausdrücklich keine Reaktion auf die Urteile in den USA. Glyphosat habe durch Resistenzen viel von seiner durchschlagenden Wirkung verloren. Deswegen müssen neue maßgeschneiderte Lösungen zur Unkrautbekämpfung her. Tatsächlich ist seit fast 30 Jahren kein einziger neuer Wirkstoff auf den Markt gekommen. Glyphosat dagegen immer mehr in die Kritik. Australien. Die letzte Station der Glyphosat-Weltreise. Roundup ist hier ganz offiziell zugelassen. Doch inzwischen sind erste Klagen anhängig. Und auch hier wird ein Zusammenhang zwischen Krankheiten und Glyphosat vermutet. Ron und Traley Snape leben als Farmer in Tilba, 350 Kilometer südlich von Sydney. Sie haben jahrelang Glyphosat eingesetzt. Dann erkrankte Traley schwer. Sie hat sich immer beschwert, dass ich nach Roundup stinke, wenn wir es benutzt hatten. Wir haben das so überall eingesetzt, zur Unkrautvernichtung. Draußen auf dem Feld, entlang der Zäune. So eigentlich immer und überall auf der Farm. Ziemlich großflächig. Als unverzichtbar im Alltag hat das Ehepaar Roundup empfunden. Eine Allzweckwaffe gegen Unkraut. Das Gefahrenpotenzial wird den Farmern in dieser entlegenen Gegend erst heute klar. Der Arzt sagte, sie hat ein Lymphom. Das ist eine typische Erkrankung von Landwirten, ein Farmer-Lymphom. Farmer seien überrepräsentiert unter den Opfern dieser Krankheit. Nun fühle ich mich so verdammt schuldig. Ich habe etwas Schlimmes getan, was das Leben meiner Frau verkürzt. Und das regt mich so auf. Wie hätte er es denn wissen können? Viele Betroffene wollen sich nicht mit ihrem Schicksal abfinden. Auch in Australien haben sie von den erfolgreichen Klagen in Amerika gehört und den zahlreichen Studien zu den Gefahren von Glyphosat, die ihnen recht zu geben scheinen. Es gibt eine Publikation, die eine Meta-Analyse zum Zusammenhang zwischen dem Risiko für Non-Hodgkin-Lymphome und Glyphosat beurteilt hat. Diese Studie ist von Monsanto finanziert worden und zu meiner eigenen Überraschung trotzdem publiziert worden. Und in dieser Studie, aus dieser Studie geht klar hervor, dass Glyphosat Non-Hodgkin-Lymphome mit signifikanter Wahrscheinlichkeit erzeugt. Doch auch diese Studie über die Wirkungen von Glyphosat bietet offenbar Interpretationsmöglichkeiten in beide Richtungen. Monsanto sah deswegen wohl auch kein Problem, sie veröffentlichen zu lassen. Solche Widersprüche machen es auch für die Betroffenen so schwierig, Klarheit zu bekommen. Sie hätten sich auf jeden Fall eine Warnung vor möglichen Gefahren gewünscht. Das ist verrückt. Sie hätten uns informieren müssen. Zumindest auf die Packung schreiben, dass es eine mögliche Gefahr gibt. Ich hätte Informationen gebraucht, damit ich eine bewusste Entscheidung treffen kann, ob ich es benutzen will oder nicht. Die Zeiten solcher Clips sind vorbei. Statt Monsanto soll nun Bayer die Zeche zahlen. Vor einem Gericht in Kalifornien hat dieses Ehepaar die Rekordschadenersatzsumme von mehr als 2 Milliarden Dollar erstritten. Auch diese beiden machen Roundup für ihre Krebserkrankung verantwortlich. Bayer ficht auch dieses Urteil an.
Das sind reine geschworene Gerichtsurteile, die vorhanden sind. Wir beziehen uns auf Bewertungen von Zulassungsbehörden. Die EPA hat erst am 30. April nochmal bestätigt, dass der Wirkstoff, das Glyphosat, sicher ist. Das Gleiche haben die kanadischen Behörden gemacht. Das Gleiche hat nochmal das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung gemacht. Und das sind für uns die Aussagen, die zählen. Und darauf zählen. Und darauf bauen wir auch auf. Wie erklären Sie sich denn, dass die Gerichte trotz dieser Aussagen denn zum gegenteiligen Ergebnis kommen und Monsanto bzw. Sie ja jetzt leider zu riesen Geldstrafen verurteilen? Es sind ja keine rechtskräftigen Urteile. Das sind erstmal vorläufige Urteile, die von uns angefochten werden. Wir gehen ja in die Berufung. Und Sie müssen auch unterscheiden zwischen diesem Gerichtsverfahren und einem Zulassungsverfahren. Das sind unabhängige Prozesse. Und wir werden uns da nicht auf irgendwelche geschworenen Urteile verlassen, die ja zum Teil, wie wir wissen, dann sehr emotional geführt werden, sehr geschickt geführt werden. Und deshalb gehen wir in die Berufung und werden dann mit wissenschaftlichen Daten, so wie wir meinen, und durchsetzen. Bayer setzt voll auf eine Wende in der nächsten Instanz. Die amerikanischen Klägeranwälte aber rechnen mit weiteren Gerichtsentscheidungen zu ihren Gunsten. Dies ist nicht das Ende dieser Auseinandersetzung. Dies ist erst der Beginn. Da gibt es noch Zehntausende, wahrscheinlich 20, 30, 40.000 Menschen. Und ich habe Bayer und Monsanto immer wieder gesagt, wir werden ihnen im Nacken bleiben. Wir geben nicht nach. Dies ist erst der Anfang. Und die großen Anwaltskanzleien ziehen nun alle Register. Mit groß angelegten Werbespots suchen sie potenzielle Opfer von Roundup. Doch Bayer bleibt optimistisch. Bayer wird in 10 Jahren prächtig dastehen. Wir werden durch diese Gerichtsfälle werden wir uns durcharbeiten. Das wird Zeit kosten, das wird auch Nerven und Geld kosten. Aber das wird nicht prinzipiell an der Sinnhaftigkeit dieser Akquisition rütteln. Wir haben große Herausforderungen, Nahrungsmittel zu produzieren. Und wir müssen dann auch mal die deutsche Brille abnehmen. Weltweit ist es wirklich eine immense Aufgabe, zukünftig die Menschheit zu ernähren. Und da werden wir unseren Beitrag leisten.